Mittwoch, 10.3. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch heute eine aktuelle Trading-Chance, die wir uns anschauen wollen, nachdem wir uns die rechtlichen Hinweise bewusst machen, die natürlich wie immer gelten. Und zwar geht es heute um den T-Bond. Beim T-Bond ist es so, dass wir dort vor einer saisonal recht stabil positiven Phase stehen. Wir sehen das hier, die blaue Linie repräsentiert den jüngsten T-Bond-Verlauf. Gelbe Linie, 30-Jahres-Saisonalität. Grüne Linie, 15-Jahres-Saisonalität. Und rote Linie, 5-Jahres-Saisonalität. Und da sehen wir, dass es jetzt in Kürze ab dem 10.3. im Durchschnitt nach oben geht. Das Ganze stellt sich statistisch wie folgt dar. Hier sehen wir, wie ein Trade, den wir am 10.3. eingehen, wie der in der Vergangenheit gelaufen ist. Hat eine Trefferquote, die ja, bei 62% liegt, ist jetzt nicht herausragend, aber die Gewinner-Trades, die sind doch sehr viel größer als die Verlierer. Und von daher ist das ein sehr attraktives Trading-Setup, was auch speziell seit 2007 sehr stetig läuft, sehr stetig performt, wenige Fehltrades hat und bei dem es einen Ausstieg zeitbasiert gibt am 29.03. Wir sehen also hier die Ausstattung dieses Trades und wir steuern auf den Steuerstichtag in den USA, aber auch in Großbritannien zu. Und das hat typischerweise einen Effekt auch für den Aktienmarkt. Wir werden also gerade in den nächsten Wochen auch im Bondmarkt einiges an Bewegungen sehen, was damit zu tun hat mit diesem Steuerstichtag. Und dementsprechend lauten auch einige Trades auf dieses fundamentale, wichtige Event. Mit welchem Produkt handle ich diesen Trade oder setze ich diesen Trade um? Ich nutze einen T-Bond Long, einen Turbo Long auf den T-Bond Future von Morgan Stanley in dem Fall. Hebel bei 6,9, das ist vergleichsweise konservativ, muss aber auch so sein, weil der Markt einen gewissen Spielraum braucht. Und die WKN lautet MA5K6B. MA5K6B. Ich steige Market ein zur heutigen Eröffnung und der Stop Loss liegt bei 7 Euro. Da hat er zu liegen. Der Markt braucht, wie gesagt, einen gewissen Spielraum. Ausstieg erfolgt nicht an einem Gewinnziel, sondern zeitbasiert am 29.03., also zum Monatsende hin, nach 14 Tagen Haltedauer. Das ist das Setup für den heutigen Tag. Wenn du über die Technical Trading Videos hinaus Informationen zu Saisonalitäten, zu saisonalen Trades, zu Gold und zu allem rund ums Trading haben möchtest, dann abonniere den Real Money Trader Kanal. Wir freuen uns auf dich und dann verpasst du kein Video mehr. In diesem Sinne, erfolgreichen Handelstag und bis morgen, macht's gut.